Yo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Let's Play Force. Und wir zocken die Battlefield 3 Kampagne weiter und die jetzige Mission heißt Kafarov und Scheiße war das kurz dieses Mal. Scheiße. Ja, so ungefähr. Und deine Mutter. Nein, das war auch deine Mutter. Dein Problem. Okay, sein Problem. Also wieso wie du aussiehst, bist du immer noch aus der Spur. Ich hätte Mitleid mit Ihnen, wenn Ihre Leute mir nicht noch mehr Leid hätten. Sie wissen, dass wir in Wirklichkeit sind. Und Sie? Hätten Sie verstanden, wenn Ihr Kamerad den Feind unterstützt hätte? Die Russen waren nicht unsere Feinde. Sie haben Ihre Freunde umgebracht. Während Sie noch im Iran im Einsatz waren, haben wir Bündelübertragungen zwischen Dima und seinen Handlangern in Kiew abfangen können. Er war zu der Zeit auch im Iran. Warum war Dima im Iran? Tja, da musst du Dima fragen, du Glatzkopf. So, es geht los. Gru operativ. Wladimir Klitschko und sein Bruder Kirill. Okay. So. Russisch können wir nicht. Ne? Okay, rote Pichor, rote Pichor, rote Pichor. Das soll also rotes Licht heißen. Okay, ich kann Russisch, Alter. Rote Pichor, rote Pichor. Perfekt. So. Da geht's raus. Du bist dir ganz sicher, nicht, dass es dich irgendwo anders rausgeht. Ich glaube, das verwirrt der Junge. Okay, nochmal. Rote Pichor und rote Pichor und rote Pichor. Und los geht's und rote Pichor, rote Pichor, rote Pichor. Nochmal, rote Pichor, rote Pichor. Übrigens, Homer, wenn du dir mal das Let's Play anschaust. Naja, an meiner Aussprache müssen wir noch üben, ich weiß. Aber kannst ja bestätigen, ob es wirklich rote Pichor, rote Pichor heißt. Übrigens ist das eine ziemlich geile Szene hier und das würde ich auch mal gern machen, Fallschirm springen. Wer weiß, vielleicht wenn ich ja in Deutschland mal vorbeischauen sollte und Clio mich mitnimmt, let's playen wir mal, also nehmen wir halt auf mit Kamera, wie wir mal hier mit Fallschirm runterdüsen. Meine Wenigkeit mit die Clio. Wer weiß. Sie sagt ja selber, es ist ziemlich geil. Mal schauen. Aber wenn, dann darf ich nicht vorne sitzen, sondern Clio. Ich setze mich lieber hinten hin. Also es gibt ja diese Fallschirme, wo zwei Leute drinnen sitzen, sage ich jetzt mal. Tja, und ich werde mich ganz bestimmt nicht vorne setzen. What the fuck? Wow, ein bisschen behindert. Diese scheiß Granaten andauern, Alter. Seiger, wir will schon eine Seiger, Alter. Alter, ich drück immer Null. Alter, willst du mich verarschen, was?
Wow! What the fuck, Alter, Scheiße, wenn ich jetzt drauf gehe, Alter. Wow. Das war ja nicht nur knapp, das war ziemlich krass. Und mein Dauerzug ist leer. Muss mal nachladen hier. So, da haben wir 24 Schuss. 21, komm. Warte noch den Daumen. Da sitzt sich perfekt. Und los geht's hier in der Limousine. Schade, dass wir nicht fahren dürfen. Keine Codesperre. Ach, ich glaube, wenn so ein Russe vor mir stehen würde, ich würde einfach nur doof aus der Wäsche gucken. Das einzige richtige Wort, was ich kann, ist da. Und schon wieder dieses Fail. Ja, übrigens ist das zweite Mal, dass wir das jetzt let's playen, weil ja, ich wieder mal vergessen habe, die Türe abzuschließen. Und holt euch keine italienische Frauen, Leute, denn sie haben viel zu viel Temperament. Ach, Klitschner, okay. Ja, Alter, ist okay. Mach ich. Ich bin der Glatzkopf hier denn. Ja, stürz euch das. Also, die sind doch alle hässlich hier in Battlefield 3, oder? Oder meine ich das nur? Ein Bioscanner. Okay, mache ich. Mach dir keine Sorgen. Three, two, one und go. Boom. Check die Tür. Machen wir. Wir checken hier jetzt alle Räume erstmal. Clean. Alles clean hier, jo. Was hat denn die für Waffen? Oh nein, ist das eine M5K? Alter, die will ich haben. Ich will die Waffe hier haben. Alter, das ist jetzt so eine geile Waffe, haben wir alles nachgeladen, jo. Alter, das war doch ein Headshot. Dann habe ich doch die Birne ausgepustet. Wow! Fuck! Lass mich weg! Was? Der lebt noch? Fuck! Du bist doch behindert, da gehe ich bestimmt nicht hin, Alter. Ich mach das von hier aus. So, jetzt können wir weg hier. Wow! Alter, wirft die kleine Ferkel hier mich mit Granaten. Oh nein, da komme ich hoch. Da bin ich letztes Mal auf. Und da will ich jetzt hoch. Nein, ach komm, scheiß drauf. 2,5 Pfund. What the fuck? Ja, ich flankiere, Alter. Übrigens, Leute, flankieren ist immer eine geile Sache.
Bin ich geil oder bin ich geil, Alter? What the fuck, da kann ich nicht. Und rein geht's. Oh yeah, rock and roll, yeah, zack, 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 zack. Geiler Move also. Was muss ich? Ja, so. Also okay, ich muss hier runter, wenn ich mich nicht befreie. Jo, bewegen. Und komm, mach. Was? Seit wann habe ich eine Sniper? Alter, ich will nicht snipen. Alter, mach die Tür auf! Bist du denn? Smeagol oder Goblin? Aber warum habe ich jetzt hier? Und wo ist mein IK? Alter, wo ist meine IK? Habe ich ihn erwischt? Alter, meinst du, ich treffe einen? Okay, so geil kann ich also doch nicht snipen. Aber so sollte es gehen. Tot. Tot. Sonst noch ein. Wer ist das? So, los. Alter, will mich verarschen oder was? Das war schon ein geiles Sniper hier. Ich will meine Sniper nicht mehr, ich will meinen Dingsbums hier. Ich will meine IK haben. Na komm, machen wir uns Sniper. Muss ja auch mal sein. Sind sie alle tot? Ja, da ist doch noch so ein Schmerzlutscher. Da ist er. Ja, alle tot. Wo geht's hier lang? Ja, ich muss hoch. Alter, müssen wir behindert. Alter, warum geht er nicht drauf? Wow! Bescheuert. Ach, schießt er mir einfach so. Eine kleine Dreckgenutte. Habe ich nicht geschafft. Ah, da war der Messer hat. Also ich muss von hier. Meinst du, ich treffe hier einen? Ja, hab sie alle getroffen. Getroffen, ja, nicht getroffen, sondern getroffen. M60, ne. No.
Oder sind es Gegner? Alter, hier! Das erste Mal habe ich mich so erschrocken, Alter. So macht man das nämlich hier. Alles macht platt, alles. Mach einfach noch alles. Alles mache ich platt, Alter. Und jetzt die nächste Message. Oder auch nicht, denn es sind schon alle tot. Ja, so ein Sniper hat schon seine Vorteile. What the fuck? Ach, weißt du was? What the fuck? Was für ein Fick, Alter. Meine Fresse, Alter. Ich weiß jetzt, was ich mache. No, nein, das wollte ich nicht machen, Alter. Nein! Warum spawnen die einfach nur so hinter mir, diese dreckigen Lutschaffen? Ich wollte mal wieder im Rambo-Style hier runtersprinten und alle töten, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Also Leute, macht es mir nicht nach. Das endet immer böse. Schade, dass ich meine AK nicht habe. Meine M5K nicht habe. Alter. Ja, ich habe schon alles erledigt, Leute. Kommt her. Also die sind, hä? Die sind von hier rausgekommen. Was? Wollen die mich verarschen? Hä? Was schießen die hier? Das ist doch keiner mehr. Alle tot. Alter, ich will noch nicht. Bleib ruhig liegen. Keine Sorgen machen. Alter, habe ich den in den Fuß reingeschossen. Und hier in den Knie nochmal rein. Lalalala. Komm, Kirill, mach die Tür auf. Also ja, hier. Oh, oh. Ja, ne, komm, ich Sniper. Oh, F2000, Alter. Sniper. Ah, Alter, ich bin jetzt so unentschieden. Ne, komm, ich nimm die F2000. Die ist doch so geil. Ja. Alter, Munition. Also jetzt komm. Nein, ich will Munition haben.
Scheiße. Schieß dir die Hände weg, du Idiot. Alter, was die sich dauert. So, mal ganz langsam, ruhig. Zweiter Teambeschuss. What the fuck, ruhig auf den Latsch. What the fuck, what the fuck. Ach, du bist noch nicht tot? Warte. Nein, 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 der war tot. Na klar. Ja, zu dritt sind wir. Ja, wenn der Delta dabei mischt, dann geht das. Dann muss der hintere Eingang nehmen, das wusste man ja schon. Hier Leute, die nächste Trophäe. Also ihr müsst hier nicht jedem Gegner einen Kopfschuss geben, sondern diesen kleinen Mistteil, Alter. Zack, immer so machen. Wenn ihr alle mit einem Kopfschuss erledigt habt, also nicht die Gegner, sondern diese Zielscheiben, sage ich jetzt mal, dann habt ihr die Trophäe gewonnen. Aber ich gebe auch denen einen Kopfschuss, nur zur Sicherheit. Man weiß ja nie. Ja, deine Mutter auch. What the fuck? So, ich schon mal vom Gegner noch sehen. Irgendwo. Wenn das kein Headshot war. Wow. Ah, da müssen wir hin, Leute. Ich glaube, die wollen mich töten oder so. Alter. Was? Alter, ich wollte doch schießen. Mann, Alter, diese Level, die gehen mir schon sowas von auf den Sack. Puh. Einfach nur derbe. Einfach nur der Wahnsinn. Einfach nur krass. Ich könnte kotzen. Nur weil so ein Wichser Atombomben klauen musste hier. Komm, jetzt machen wir das. Aber hier können wir jetzt wenigstens das mit der Munition hier regeln. Und zwar die Pumpe 9mm 2000. Was haben wir hier denn? Ne? Usas SKH 31. Was ist das hier? Nee, das haben wir nicht. So, komm, was ist los geht hier? Drei Granaten haben wir wieder. Das ist ja auch schön. Wo sind Sie? Sie sind oben.
Ist noch jemand? So geht das, Alter, so geht das. Rest erledige ich die F2000. Oder dem Messer. Zack. Deine Mutter hatte es dir gesagt, wo du klein warst. Und du wolltest es nicht glauben. Jetzt. Du bist nun mal gewalt. Und du gehst drauf. Aha. Guck mal hier, die ganzen Kameras. Ich hörte, sie werden zu dritt. Tja. Wie sollen drei Männer das schaffen? Also lass mich rein. Wie gesagt, hier. Also es muss nicht unbedingt mit der Sniper sein, Leute. Aber mit der Sniper ist es halt genauer. Alter Fette. Bin ich glücklich, wenn ich es hinter mir habe. Zack. Deine Mutter hatte es dir gesagt. Und du wolltest es nicht glauben. Er hat mir mein Ding da weggeschossen, Alter. Was bist du für eine hässliche Nutte? Zack, siehst du, das war dein Fail, Alter. Das war einfach nur dein Fail. Aha. Ja, ihr wisst ja, wie es geht. Hier auf den Kopf schießen, zack. Alter, meinst du, ich hab ihn getroffen? Jetzt aber. Ist hier noch so? Die dachten doch wirklich, ich wäre noch klar. Meine Scheiße, Alter, muss ich euch alles beibringen, alles. Die wissen doch gar nichts hier, die Lutschaffen. What the fuck, wo bin ich hier? Wo muss ich hin? Wow, wow, fuck. Das war jetzt hier wirklich derbe. Er will abhauen. Ist klar. Ist klar, Alter. Der will abhauen. Dich mache ich aber jetzt fertig hier. Tja, hättest du wohl gedacht, hier will er mich rauskicken. Klar. Na klar, doch da erstmal den Kopf gegen die Wand, du kleiner Drecksaffe. So, jetzt gibt es erstmal eine richtige Tracht Prügel. Wie stopp? Wir haben doch gerade erst angefangen. Ich dachte, das passt in die Muschi deiner Mutter. Tja, das ist jetzt dein Problem. So. Es ist deine Mutter.
den Zielort der Koffer. Machen wir einen Deal. Meine Freiheit gegen Informationen. Sie lassen mich gehen und ich sage Ihnen alles. Ich sage Ihnen, wo Solomon hin will. Ich ist weiß, klar. Vielleicht ein andermal. Vor dem größten Teil der russischen Einheiten und vor allen anderen. Nicht vor allen anderen. Den aber dort oder sonst. Und sie trafen eine Entscheidung. Eine folgenschwere Entscheidung für sie und über das Leben ihrer Leute. Und darüber, wie weit sie für ihr Land gehen würden. Sie werden scheiße über die Entscheidung, die ich treffen muss. Dann erklären sie es mir. Überzeugen sie mich. Versuchen wir doch die ganze Zeit. Wir waren alleine. Ja, wir sind alleine. Ich meine, wir waren ja auch nur noch zu dritt in unser Squad. Und wir haben keine Sekundärwaffe. Die brauchen wir zwar nicht, aber und dachte, dort ist er. Dieses Stück Scheiße hier hat Russland 3 Atomwaffen geklaut und an einen Mann namens Solomon verschenkt. Solomon benutzt die Bomben. Er hat mindestens 2 Ziele, New York und Paris. Er transportiert die Waffen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Bombe für New York will er sehr bald am Times Square zünden. Das darf nicht passieren. Wir können einen möglichen Krieg verhindern. Nur wir beide. Keine Politik. Kein Geld, das die Taschen wächst. Nur 2 Soldaten mit Überlassen. Hilf mir das. Ey, wenn er mich jetzt küssen will. Das war's. Ich wollte schon sagen, Alter, komm mir nicht zu nah. Und jetzt die schwierigste Entscheidung, die man treffen musste. Seinen eigenen Captain töten, um eine ganze Nation von einer Atomkrise zu bewahren. Boah. Und bis zum nächsten Mal, Leute.